Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Batman Arkham Knight. Wir haben eine Herausforderung hier noch, die auf uns wartet. Starten wir doch mal. Waffenenergiesystemdiagnose online. Stufe 1. Ziele zerstören, um die Waffenenergie aufzuladen und das Raketensperrfeuer zu aktivieren. Okay. Halt doch schon ein bisschen was aus. Raketensperrfeuer Stufe 1 bereit. Diagnosestufe abgeschlossen. Stufe 2. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 Ziele gleichzeitig zerstören. Das klingt cool. So, weiter geht's. Ich muss die Sekundärwaffe vor dem Feuern auf Stufe 2 aufladen. Okay. Ja, also in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass Scarecrow hier... Ich muss die Sekundärwaffe vor dem Feuern auf Stufe 2 aufladen. Ich muss die Sekundärwaffe vor dem Feuern auf Stufe 2 aufladen. Achso, oder ich muss es viermal drücken. Ah. Diagnosestufe abgeschlossen. In Ordnung. Stufe 3. Feindliche Treffer erschöpfen Waffenenergie. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 aktive Ziele zerstören, um die Diagnose abzuschließen. Hm? So, jetzt bewegt ihr euch. Bisschen schwieriger. Aber das sollten wir auch noch hinkriegen. Zack. Ja, einfach in Bewegung bleiben. Eventuell treffen wir dann auch mal was. Scarecrow will hier die Stadt mit seinem Gas zerschlägen. Diagnose abgeschlossen. Simulation abgeschlossen. In Ordnung. Das wollen wir halt irgendwie verhindern. Ein Transporter setzt Panzer bei den Panessa Studios ab. Ich habe das GCPD gewarnt, ihre Männer von den Straßen abzuziehen. Ich bin auf dem Weg. In Ordnung. An alle Einheiten, hier spricht Commissioner Gordon. In der Stadt befinden sich zahlreiche feindliche Panzer. Gotham wird angegriffen. Alle Einheiten ziehen sich sofort von den Straßen ins GCPD zurück. Wir sind auf so etwas nicht vorbereitet. Zum Glück ist da draußen jemand, der es ist. Wir haben Poison Ivy als Mitfahrerin. Ich hoffe mal, die bezahlt auch ihr Uber-Ticket. Hi. So, ich versuche mal das jetzt auf Stufe... Wir haben es schon, sehr gut. So. Vielleicht auf Stufe 2 hochladen. Wahrscheinlich können wir nachher noch irgendwie Stufe 3 oder so einschalten. So, das wären alle. Jim, sag deinen Männern, dass sie wieder patrouillieren können. Panzer sind kein Problem mehr. Gott sei Dank. Hoffentlich waren das die letzten. Glaube ich kaum. Lass die Isolationszelle im GCPD vorbereiten. Ich bring Ivy hin. Hm. Ja, ich glaube auch nicht, dass da allzu viel machen ist. Na gut. Ja. Ja, ich habe nämlich noch was zu tun. Was verzieht euch?
da bist, Batman. Bring sie nach unten in den Zellenbereich. Jawohl, machen wir doch gerne. So, bitteschön, einmal Ivy zum Leben. Was zur Hölle? Das ist Batman! Was ist das für ein Ding? Das ist doch ein Witz. Ich dachte, wir werden angegriffen. Kennt vielleicht keiner das Batmobil? Fortschritte bei der Analyse des Angsttoxins? Wird etwas länger dauern. Komm zum Uhrenturm, wenn du soweit bist, und ich zeige dir, was ich bisher habe. Wo hast du denn fahren gelernt? Scarecrow wird dich fertig machen, Batman. Ernsthaft? Warum gibst du dich überhaupt mit diesen Idioten ab? Ziviler Ungehorsam? Da draußen tobt ein Krieg und wir haben weder die Männer noch die Ausrüstung. Seht mal, wer da ist. Ivy, das wäre eine Sorge weniger. Ist die Isolationszelle bereit? Natürlich. Oh toll, noch eine Zelle. Nein, aber du vielleicht. Ich lass mich nicht einsperren wie ein Mensch. Harley hat mich aus der Zelle in Bloodhaven rausgeholt. Warum versuchst du nicht, sie zu verhaften? Warum verschwendest du Zeit, um diesen jämmerlichen Wesen zu helfen? So primitiv im Vergleich zu Pflanzenintelligenz. Ich weiß ja nicht. Ich will mindestens 4 Leute ständig auf dem Dach haben und ein 6er-Trupp soll die Umgebung patrouillieren. Wir halten dieses Gebäude. Die einzigen, die rein oder rausgehen, seid ihr und Batman. Die Punks da draußen meinen, sie kontrollieren diese Stadt und bisher liegen sie da leider richtig. Wir haben weniger Leute, Waffen und Reserven. Aber wenn wir es clever anstellen, können wir die Stadt Stück für Stück zurückerobern. Ein paar Patrouillen suchen Scarecrow in Bristol, Kingston, Gresher, Otisburg und Port Adams. Ein 30 Hubschrauber kreisen über der Stadt. Lasst euch davon aber nicht täuschen. Wir haben nicht die Kontrolle. Bis wir wissen, womit wir es draußen zu tun haben, bis wir eine heiße Spur zu Scarecrow haben, verbarrikadieren wir uns und werden weiter auf uns aufpassen. Irgendwelche Fragen? Passt, danke. Okay, gehen wir das nochmal durch, damit auch alles klar ist. Oberste Priorität? Komm schon. Nach allem, was bei Protokoll 10 passiert ist, würde es mich nicht wundern, wenn der Fahrer uns verklagt und gewinnt. Rachel? Was auch immer das war. Hörst du mich? Gerade so. Das Signal ist sehr schlecht. Nicht zu glauben, wie schnell sich alles verändert. Ich hatte eine normale Schicht an einem normalen Tag und jetzt das. Geht's dir gut? Liebling, bist du noch da? Okay, wir haben hier aber noch einige Zellen, die wir befüllen können. Hey, Batman, langsam fange ich an, Ivy. Du weißt schon, attraktiv zu finden. Ist das normal? Ja, meistens. Dieses Telefongespräch kostet Leben, Sir. Das ist Zeit, die ich nicht habe. Sieh mich auch! Scheiß Bürokraten. Wir sind jetzt allein. Wir schaffen das, Jim. Was gibt's Neues? Es gibt Vorfälle. Überall in der Stadt. Cash. Eine Zusammenfassung. Na schön, sehen wir mal. Ungelöster Mord? Wir haben den Kontakt mit den Feuerwehrleuten der 17. Wache verloren. Wir haben ihre letzte bekannte Position, aber allein überleben sie da draußen nicht lange. Dann ist da etwas Merkwürdiges. Leichen sind aufgetaucht. Und wir konnten uns vor der Evakuierung nicht darum kümmern, aber die Forensiker sind fast durchgedreht. Üble Sache. Dann haben wir den Riddler mehrmals beim Bahngelände rumschleichen sehen. Wie wir den Kerl kennen,
führt er etwas im Schilde. Ich weiß, du bist beschäftigt. Aber wenn du uns hilfst, wird das Leben retten. Keine Sorge, Jim. Ich habe jemanden auf Scarecrow angesetzt. Mal sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Ein paar Leute durchkämmen gerade den Süden und Westen von Gotham. Ich stoße zu ihnen, wenn ich hier fertig bin. Wir finden diesen Mistkerl. Ja, ganz bestimmt. So, nutze die Mission aus Auswahl, um dein nächstes Ziel in Gotham City zu wählen. Wenn du einen neuen Superschurken oder eine Mission geordert hast, werden diese automatisch zur Auswahl auf diesem Bildschirm hinzugefügt. Und dieses Symbol, um zur Jagd zurückzukehren. Okay. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Das sind die ganzen anderen Steam-Leute, die das auch noch haben. Wir haben auch erst gerade mal 2% erledigt. So, Fallzusammenfassung. Das wäre dann die Jagd nach Scarecrow. Hier hätten wir eine verstümmelte Leiche. Gucken wir uns die vielleicht erstmal an. Wo die Polizeidinger sind näher. Also Riddler ist der am nächsten ist. Also holen wir uns mal den Riddler. Ich werde mir den Riddler schnappen. Viel Glück hat er. Hab ihn noch nie aus der Nähe gesehen. So, zwei neue. Einmal den Riddler. Edward Nigma als richtiger Name. Und Herr Cash. Nicht Johnny, sondern Aaron. Ja, du? Wir halten zu dir, Batman. Wir alle. Owens vom Diner will dich vermutlich tot sehen. Aber alle anderen, wir sind Team Batman. Cool. Hashtag Team Batman. Ja, armes Schwein. Er wird nicht damit leben können, wenn er erfährt, was er in diesem Diner angerichtet hat. Wird garantiert seine Marke verlieren. Owens ist ein guter Cop, der für seine Arbeit lebt. Das hat er nicht verdient. Okay, der redet ein wenig komisch. Wahrscheinlich Französisch. Nicht alles übersetzt hier. Na gut, verziehen wir uns nochmal. Brauche ich noch irgendwie Beweismittel? Komme ich denn da ran? Ich habe eine Reihe von Diagnosesimulationen erstellt, mit denen die Funktionen Ihres Anzugs und des Batmobils getestet werden können. Wählen Sie das entsprechende Programm, dann zeigt der Batcomputer eine Navigationsmarkierung an. Okay. Viel zu tun. So. Na gut, ich kann hier aber erstmal noch nichts machen. Gucken, ob und wie das nachher freigeschaltet wird. Ja, aber vielleicht erstmal hier raus. Exit, Exit. Ja, doch durch die Arrestzellen hier durch. Zu. Hey, Batman! Schätze, Scarecrow ist dir entwischt. Hast wohl mein Handgelenk grundlos gebrochen. Er hat Pläne für dich, Batman. Dich und all deine Freunde. Heute ist die Nacht, in der wir die Fledermaus endlich knacken. Das wollen wir doch mal sehen. Das Ding wurde ganz schön aufgerüstet. Sie haben beobachtet, wie es sich in eine Art Panzer verwandelt hat. Schick. Geh nicht so nah ran. Er ist hier, aus dem Weg. Dit. Geht von meinem Spielzeug weg. Guten Abend, Mr. Wayne. Ich hoffe, der Wagen entspricht Ihren hohen Erwartungen. Genau genommen, Lucius. Ist er ein wenig träge. Ich dachte mir, dass Sie so etwas sagen würden. Gebt mir einen Moment und ich bringe den Nachbrenner online. Danke, okay. Lucius. Es ist gut, dass Sie hier geblieben sind. Sie wollen mir danken, Mr. Wayne. Versuchen Sie einfach auf der Straße zu bleiben. Ich habe bald weitere Upgrades für Sie. Na, mal schauen. Hallo, Lucius. So. Den haben wir auch noch.
habe eine Nachricht. An die Vandalen, die geblieben sind, um das zu warnen, bleiben von Gott noch nahe. Genießt mein Glück. An die Feiglinge, die hinter den Mauern der Polizeiwache zittern. Und an Batman. Ich habe deine Stadt mit einer Pionetoxin und ein paar Drohnen gelegt. So viel Waffensicherheit wert, wie du geboten hast. Wenn der Morgen anbricht, Gotham in Ruinen liegt und ich meinen Blick dem Rest der Welt zuwende, wird die Legende von Batman rein gar nichts bedeuten. Okay, hier irgendwo ist jetzt wohl das Versteck vom... Hier? Vom Riddler. Ja? Ich glaube sicher um das Auto rum. Mein Batarang allerdings auch nicht. Schlaf mal gut. Jonis? Dann müsste Black Mass doch eigentlich weg sein. Okay, irgendwie müssen wir hier rein. Ah, stimmt. So können wir uns dann das Batmobil holen. Hier ist zumindest mal grün. Ah, warte mal. Können wir da durchbrechen? Hast du von dem Kerl gehört, der mit Scarecrow arbeitet? Er ist wohl neidisch auf Batman. Oder so. Ach, hallöchen, Detektiv. Ja, ich bin es, dein gefürchteter Erzfeind, der Riddler. Glückwünsche sind angebracht. Du bist nämlich sehr zeitig angekommen. Zur nächsten Generation meiner Rätsel. Ich fürchte, die genauen Details meines Plans müssen für den Moment im Dunkeln bleiben. Nein. Ich sehe aber kein Problem, deinen unbedeutenden Schimmer von Initiative mit einer winzigen Vorschau zu belohnen. Einem Vorgeschmack auf das Kommende, wenn du so willst. Wenn du so willst. Wenn du so willst. Na gut, dann bin ich mal gespannt. Was wird denn das? Na dann, Detektiv. Du starrst mit entsetztem Unverständnis auf einen von mir eingestellten Mechanismus, der auf einen extrem präzisen Radarimpuls reagiert. Gleich gebe ich dir den Entschlüsselungscode, dunkler Ritter. Aber vorher müssen wir die Grundregeln für die heutigen Festivitäten durchgehen. Erste Regel. Du darfst mich nur ansprechen mit Riddler, der Riddler oder Mr. Enigma Sir. Was? Klappe. Du hast das erste Rätsel des Abends gelöst. Gut gemacht. Gut gemacht. Willkommen auf meiner Rennstrecke, Detektiv. Du musst drei Kurse diese Herausforderung beenden. Und jeder einzelne hat ein Zeitlimit. Na los, Detektiv. Testen wir doch mal dieses groteske Ego-Mobil. Mach dich bereit, Detektiv. Dieser Test verlangt mehr als bloß schnell zu machen. Mal schauen. Okay, da brauche ich den Nachbrenner wahrscheinlich. Ah, ja, nee, sowas. In Ordnung? Tick-Tack, Detektiv. Tick-Tack,
Ja, erstmal die Kurs anschauen. Da brauche ich jetzt den Nachbrenner, in Ordnung. Auf der klapprigen Motor das wohl hin. Geht. Schneller, dunkler Ritter, schneller! Könnt das flackern, stoppen und Synapsen, die sich automatisch verändernden Kurs mitteilen? Nein, können sie gerade nicht, weil die Strecke. Okay. Ein bisschen warten. Geht's dann hier rüber? Wie schön. Ja, darüber bitte. Danke. Ratio noch funktioniert. Jawohl. Das packt der Motor leider nicht so ganz. Das allerdings schon. Das wird jetzt aber knapp. Aber gerade so. Aber ich glaube, das wird jetzt. Ich habe jetzt hier zu viel Zeit verloren. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Seite entlang. In Ordnung. Das war zu früh. Ich brauche doch nicht mal einen Nachbrenner, merke ich gerade. So. Gerade so. Der Weg zur Hölle. So, wir haben noch zwei Verbesserungspunkte. Sehr schön. Dann setzen wir die auch direkt mal ein. So, Spezialkombo Battering, da brauchen wir 8, da brauchen wir 4 für. So, einmal. Nehmen wir mal die kritischen Treffer noch mit. Ich guck mal, ob wir alles nachher noch irgendwie einsetzen können. Aber ja. Dann sind wir auch mit der Folge erstmal durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.